Vielleicht entscheiden sich deshalb viele lieber für eine örtliche Betäubung. Aber sagen Sie mal ehrlich, würden Sie sich für eine OP am offenen Herzen bei vollem Bewusstsein entscheiden? An der Uniklinik in Frankfurt hat jetzt der 11. Patient bei vollen Sinnen erlebt, wie ihn die Ärzte am offenen, schlagenden Herzen operierten. Boris Bittner über die Vorteile dieses gewaltigen Eingriffs. Zentimeter für Zentimeter schneidet die Operationssäge durch das Brustbein, legt das schlagende Herz frei. Die Bypass-Operation schon Routine für Chirurg Dr. Eibeck und Anästhesist Dr. Kessler. Nicht für ihren Patienten. Manfred Hammer schläft nicht in Vollnarkose. Er ist wach, von seinem offenen Brustkorb nur durch ein Tuch getrennt. Herr Hammer, wie geht es Ihnen? Ja, spüren Sie etwas? Nur ein Druck auf der Brust, sonst nicht. Der Tag davor. Anästhesist Dr. Kessler legt im Rückenmark von Manfred Hammer einen Katheterzugang. Hier spritzt er vor der OP das Narkosemittel ein, das nur den Brustkorb betäubt. Wenn Sie einen Patienten wach operieren wollen in einer örtlichen Betäubung, wie diese Periduralanästhesie, dann müssen Sie ihm natürlich, wenn Sie ihm das erklären, ganz klar garantieren können, dass er keine Schmerzen hat. Hätte Manfred Hammer Schmerzen, er könnte es sagen. Binnen Sekunden würde er notfalls in Vollnarkose versetzt. Auch die ist absolut sicher. Hightech-Überwachung verhindert heute den extremen Ausnahmefall, den manche fürchten. Vorzeitiges Aufwachen. Ein Kaiserschnitt. Auch hier wird nur örtlich betäubt. Künstliche Beatmung, endloses Aufwachen nach der Vollnarkose entfällt. Wir konnten bisher an den Patienten, an den wenigen Patienten, muss man sagen, die wir bisher gemacht haben, klar zeigen, dass der Intensivaufenthalt auf jeden Fall wesentlich kürzer war als bei Patienten, die eine Vollnarkose hatten. Nur psychisch stabile Patienten mit relativ unkomplizierten Herzproblemen kommen in Frage. Das chirurgische Risiko bleibt gleich. Wenn ein Patient hustet, kann Faden abreißen, das ist klar. Aber ein Faden kann auch abreißen in der Vollnarkose, wenn ein Patient sich überhaupt nicht bewegt. Das ist mir noch nie passiert. 3 Stunden danach der erste Schluck Wasser. Keine Komplikationen, keine Schmerzen. Dr. Kessler und Dr. Eibeck sind zufrieden. Der 12. Patient wartet schon und auch er wird sein